So, ich wünsche euch viel Spaß mit unserer ganz einfachen Brennnesselsuppe zum Nachmachen. Schaut mal, was es hier noch Leckeres gibt, selbst im November. Unsere Brennnessel. Und ihr könnt bei der Brennnessel einfach ein Blatt, ihr könnt jetzt so ein kleines nehmen, ihr könnt auch so ein großes nehmen. Wenn ihr hier unten hebt, tut es auch nicht weh. Das faltet ihr dann einfach zusammen. Schwer ein bisschen mit einer Hand. Ihr rollt es so und es brennt dann auch nicht. Braucht ein bisschen Übung. Und ihr matscht es zusammen, richtig feste drücken. Und das Brennnesselkügelchen, das könnt ihr dann einfach essen. Das schmeckt richtig gut. Und ihr esst es einfach. Und dann habt ihr richtig viele Vitamine dann zu euch genommen, wenn ihr mehrere solche Blätter isst. Ihr könnt auch hier oben diese Brennnesselspitzen, die könnt ihr wegmachen. Oder ihr könnt auch die Blätter drunter noch wegmachen. Und dann könnt ihr daraus eine leckere Brennnesselsuppe kochen. Hier haben wir auch noch Löwenzahn, den wir dazu nehmen können. Und natürlich unseren Gundermann. Und noch ein klein bisschen Rosmarin. Hier seht ihr dann alle Kräuter nochmal zusammen und dazu kommen als Grundlage noch ein paar Kartoffeln. Dann braucht ihr natürlich einen Topf und Zwiebeln. So, hier schneidet ihr die ganze Zwiebel einfach klein. So, und hier haben wir dann die Zwiebeln klein geschnitten und auch die Kartoffeln in kleine Stücke geschnitten. Ihr gebt die Zwiebeln dann mit ein bisschen Öl oder Butter in einen Topf. So, dann gebt ihr die Kartoffeln in den Topf, nachdem ihr die Zwiebeln rausgemacht habt. In den gleichen Topf nach dem Zwiebelgeschmack. Dann gebt ihr Wasser dazu und dann lassen wir die Kartoffeln jetzt weich kochen, erstmal ein bisschen. Und ihr könnt noch ein bisschen Salz dazugeben. In dem Fall haben wir jetzt Kräutersalz genommen. Dann gebt ihr alles zusammen in den Topf zu den Kartoffeln. Und dann geben wir die Kräuter dazu. Ihr gebt dann einfach die Brennnessel dazu, ihr gebt den Löwenzahn, hier noch ein kleines bisschen macht ihr mal Rosmarin rein, Rosmarinnädelchen. Gebt ihr alles einfach in den Topf. Dann ist unsere Brennnesselsuppe fertig und ihr könnt sie servieren.